Au. Ich hab da wieder mein Zeug verloren. Und ich finde nicht Hallo, wieder zurück, Leder. wenn ich zu dir teleportiere. Na, was soll's? Dann kannst du den Teleportbeschlag wenigstens zeigen. Dann kann ich dir auch zeigen, was ich mit dem Speer kann. Das ist die Waffe, die ich gekauft habe. Du hast gerade den, glaube ich, den NPC verletzt, aber ist egal. Ja, das Schwert habe ich auch. Mit dem Speer kann ich das hier. Nice. Ich weiß aber nicht, ob ich damit tatsächlich Gegner Und die einstellen andere kann. Waffe, die konnte hier, das, die kann das hier. Lol. Damit kannst du dich halt, wie du siehst. Okay, das ist super cool. Jetzt muss ich aber wieder aufladen und das kannst du eine. Das kann ich Ja, jetzt ein paar Minuten. du hast so eine Leiste. Das kannst du halt, das ist quasi nur ein Cooldown. Meine Schusswaffe verbraucht dieselbe Leiste, aber damit habe ich super viele Schüsse, bevor ich da was brauche. So, ich gehe noch mal weiter nach links. Ja, ich auch. Nice. 34 Schaden, das ist tatsächlich nicht schlecht. Hey. Definitiv besser als die andere. Hey. Okay, das Eisding ist tatsächlich so eine Art Schild, den ich machen kann, der die Gegner abwehrt. Das ist Interessant. ziemlich stark. Hilfe. Ich bin fast tot. Ja, du, ich auch. Ich habe leider keine 100 Ich bin Medikits direkt mehr. vom Tod, direkt vom Dorf. Schön. Apropos keine 100 Medipacks, ich baue mal Pflanzenfasern ab. Mach das. Da hinten ist das Dorf. Oh, ich kann einfach die Höhle durchqueren. Nice. Knapp 200 Meter bis zum Dorf. Bring schon mal den einen Ja. NPC zurück. Oh, hey, Tomaten. Der eine NPC folgt mir jetzt. Hier ist das Dorf. Eisschaden, Eis. Okay, das war nicht die Quest, die ich machen sollte. Wir kriegen Rewards. Wahrscheinlich schon erledigt die Quest. Ja, cool. Ich habe gerade einer von unseren NPCs ist gerade von den random Gegnern hier getötet worden. Na, einer folgt mir gerade. What the fuck? Wie viel Schaden machen die? Vielleicht habe ich ja einen. Also bei mir folgt gerade ein NPC. Bist du sicher, dass das nicht der ist, den. Ja, wahrscheinlich. Dieses scheiß Säurespuck haben gerade jeden von den beiden gewonshottet. Die ganze Reise war für mich für gar nichts. Tja. Ich mach jetzt. Vielleicht mal rein hier. Lässt mich hier einfach nicht durch. Drück Danke. E im Zweifel. So, dann finde ich mal die Chicas Friend Yoko. Ah, die habe ich auch gerade. Beziehungsweise, nein, ich habe jetzt hier einen Kill, den ich machen muss. Aber ich habe einen Granatwerfer und ich habe Folgt den entdeckt, dass Kompass. unsere Waffe. Folgt dem Kompass nach links. Ja, wie gesagt, ich muss irgendwen Oh, töten. das scheint es schon zu sein. Na komm mit. Oh, was? Moment. Ich hab's direkt vom Dorf gefunden. Na komm mit. Ja, cool. Ich klaue sie dir vermutlich dann gleich mal. Nein, wir müssen sie eh zurückbringen. Ey, lass die mich zurückbringen. Du ermordest sie nur Hey. wieder. Du bringst sie nur wieder um. Lass mich mal die Quest abschließen. Oder komm mit, Ich schließt du sie musste ab. sie nur einmal kurz ansprechen, damit ich die Quest auch abschließen kann. Hauptsache, wir erledigen die. Ja, ich habe übrigens ein Stirnband gefunden. Ah ja.
Irgendwann mal. Ich glaube, der hier. Ja. Und dann noch jemand eine. Okay. Was? Was hast du gerade gemacht? Weiß ich nicht. Warum bin ich gestorben? Ich habe gerade ein Quest angenommen. Oh, dann porte ich nicht mal. Take Cards habe ich hier. Cool. Du hast mich gerade, glaube ich, gekillt. Durch irgendwas. Okay, ich habe jetzt 16 Medipacks. Oh, Moment, wie viele kann ich nochmal machen? Ich glaube, ich habe deine Medipacks aufgesammelt. Ja, cool. Ich kann keins machen, weil ich mein ganzes Zeug verloren habe. Danke für gar nichts. Tja. Ist noch eine Quest. Ich töte jetzt jemanden. Der will Silberbaren haben. Hab ich aber nicht. What the fuck? Okay, der macht Schaden. Das ist definitiv Schaden, den wir da haben. Quest of Folgen. Ah, Return to Yuka. Okay, das ist jetzt hier die nächste Quest, die ich habe. Warum ist denn hier so eine bedrohliche Quest? Okay, das ist wohl Yuka. Reward. Moment, ich hol kurz jemanden. Give four timber to its group. Wow! Der Typ hat einen Raketenwerfer. Ja, ja. So einen richtigen. Da haben wir keine Chance gegen. Okay. Cool. Ich hab aber keine vier Timber. Return to Yuka. Ach, die vier Timber-Quest, ja, die erinnere ich mich dran. Hm. Da habe ich wieder Päckchen. Ich habe wieder Päckchen. Nice. Okay, das ist eine super starke Waffe. Okay, ich muss zur Steinruine. Ich habe eine silberne Pickaxe. Oh, Steinruine, okay. Freu dich drauf. Haha. Dann komm mal mit. Viel Spaß mit dem Raketenwerfer, Mann. Oh, ich hab wieder hier. Ah, dieser Raketenwerfer, Mann, meinst du? Ja, genau der. Aber ich hab einen ziemlich starken Kämpfer-NPC random mitgebracht. Durch Dinge. Ha, vielleicht sind das die Leute für die Crew. Das wäre unangenehm. Jetzt bin ich auf deinem Schiff, ich wollte mein Zeug einsammeln. Ja, du hast dich gerade zu mir geportet, ne? Ja, das mach ich immer. Ja, das war ein Fehler, weil ich gerade tot war. Na, jetzt sind wir hier wieder. Kill also Shadow. Guck mal, eventuell haben wir den Raketenwerfer-Typen besiegt oder wir haben wieder irgendeinen NPC verloren. Ich habe jetzt die Quest Kill Shadowy Farmspear. Das ist ja vielleicht, den wir killen müssen. Potenziell, normalerweise tauchen die zu killenden NPCs da auf. Wenn wir jetzt da halt drei haben, dann ist das unangenehm. Ich schau mal nach. Der Pfeil zeigt nach links. Ich glaube, du hast gerade irgendwem Schaden gemacht. Ja. Ja, das ist vielleicht im Dorf nicht so gut. Den müssen wir killen. Ja, komm näher, damit die dich killen können. Ja, genau. Genau so, ja. Der gute alte Cheese, dass der 2 Meter vom Dorf entfernt gespawnt ist. No. Hey, Modi. Ja. Ich bin noch nicht da. Ich weiß. Ich guck mal, ob der Wachmann mittlerweile unsere Aufgabe für uns erledigt hat. Ah ja. So wie üblich bei diesen nee, hat er nicht. Jagdquesten.
Die Quest ist noch aktuell. Dann halt noch nicht, da müssen wir noch mal kurz anlocken. Aufgeladene Waffe. Bereit. Du kommst eh nicht hin. Reichweite, von daher. Ah, er schießt noch. Hier ist es erschreckend ruhig. Er schießt tatsächlich immer noch auf ihn. Yo! Er hat ihn fast. Na komm, Giovanni Mao. Hau drauf. Ich überlebe es tatsächlich. Wie stark ist denn der? Ah, da oben ja. Ist ein Balken. Ich glaube, die Antwort auf wie stark ist er lautet ja. Er ist tot. Eine Secret Note habe ich bekommen. Return to Chinka. Ich glaube, wir haben ihn getötet. Ja, haben wir. Sich Return to Chinka. Zu Chinka. Wo auch immer die ist. Die ist. Ja. Das ist das Falsche. Rewards. Falsche. Nice. Was krieg ich da für ein Reward? Ah, das hier. Ein Seil. Ja, wahrscheinlich wieder so ein. Ist mir wahrscheinlich so ein Geschenkpäckchen. Oh, ich hab eine. Rotig fast. Ich hab eine zweihändige Waffe. Ich hab eine Kanone bekommen. Nice. Dafür machen wir das Ganze. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, wir hätten zwischenzeitlich schon zwei Crewmitglieder gehabt. Morty. Aber wir haben sie beide gekillt. Oh, ich habe einen Sniper, ich kann dich anvisieren. Was? Cool. Das hat ein. Ich habe ein rotes Kreuz, damit kann ich dich anvisieren. Cool, dann zeig mal, was ich habe. Fahnenkreuz. 13,6er Schwert. Was kannst du denn? Oh, ich habe eine verdammt gute Sniper. Hatte ich das Ding schon? Nein, das nimmt nur sehr viel Platz weg. Okay, das macht das. Oh! Pseudo-Fernkampfschwert. Guck dir das mal an. Nice. Yo, da habe ich Bock drauf. Müssen wir mal gucken, okay. Was das ausrichtet. Lol. Ich glaube, ich habe die Katze angegriffen. So, dann müssen wir, glaube ich. Damit kriegen wir jetzt auch solche Vögel kaputt. Hier, so ein Vogel hier. Warte, Fernkampf. Nice. Kaputt. Nice. Hab ihn gesnipert. Ich habe hier wirklich ein rotes Fahnenkreuz. Ja, ja, ich hab das auch mit meinem Granatwerfer. Die Waffen sind halt nicht allzu stark, aber sie sind nützlich. Was macht er eigentlich die ganze Zeit hier unten drin? Ach, die Waffe ist schon stark, würde ich sagen, oder? Oh mein Gott, was? Ja! Die hat 18 Damage, die... Ich hab ein Crewmitglied! Nice! Es steckt hier im Boden fest! Na, dann nimm es mit. Dann nimm es mit. Ich hab's mitgenommen. Okay, jetzt brauchen wir noch eins für dich. Sicher? Ja. Und da reicht eins. Wenn dann... Wir machen jetzt sowieso heute wahrscheinlich nur die Quests hier. Von daher... Dann nimm erstmal deins mit auf dein Schiff, bevor es verloren geht. Hab ich schon. Der portet sich dann hoch. Das war irgendein NPC, der gesagt hat, hey, hast du ein Schiff? Ich müsste mich verstecken vor XY. Nee, aber der steht noch hier. Der steht noch hier. Na, dann ist er vielleicht für dich auch verfügbar. Coworker. Ich kann jetzt Akzept klicken. Ach so, das ist nur eine Quest. Ach so. Du kannst dich zu mir porten eben. Das ist nämlich der Typ hier.
Ich will gerade nicht sterben, deswegen. Wo bist du? Porte ich einfach zu mir. Da liegt sehr viel Stuff unten auf dem Boden. Ja, ich bin da unten draufgegangen. Kannst du nehmen. Nice. Also meine Kanone macht schon ganz schön viel Schaden. Mit 18 Schaden. Nice. Das ist nicht übel. Mein Granatwerfer hat 10 plus Explosion. Also die braucht halt Aufladezeit. Das ist halt blöd. Und jetzt bin ich gestorben. Ah, okay. Nice. Ja gut, dann kannst du jetzt zum Es ist halt eine Sniper, aber die braucht halt ein bisschen, um nachzuladen, aber es da halt. Kannst du halt einmal genau treffen und dann bist du halt. Ah, verstehe. So wie eine Sniper halt funktioniert. Das ist halt, kannst du halt und dann nachladen. Das kannst du halt nicht. Ja. Das ist übrigens eine Shotgun. Oder so. Also ich hab den halt Typen. Ich hab den Typen jetzt hier. Nice. Modi? Ja. Ich würde mal eine kleine Streampause machen. Mach das, ich mache hier sowieso die Quests weiter. Ja, ich würde mir mal einen Kaffee machen gehen. Mach das. Dann. Ich habe jetzt normalerweise Video offen, also du bist noch zu hören in Endcut, also kannst ja ein bisschen weiter labern, kannst du ein bisschen moderieren. Alles klar, ich mute mich einfach eben, alles. Kannst erzählen, was du machst. ich mute mich kurz, alles klar, sag einfach okay. Bescheid, wenn du wieder da bist. Okay, dann spiele ich ein bisschen Musik mit dem Charakter. Das war hier für Elise, let's go. Viel Spaß in der Pause. Ich habe jetzt übrigens alle zwei Crewmitglieder. Oh, was ein neues Crewmitglied. Ja, jetzt müssen wir es nur auf mein Schiff bringen. Du müsstest auch genug Leute haben. Wie bringe ich das auf mein Schiff jetzt? Du sprichst ihn einfach an. Moment, komm mal mit. Ich komme. Wieso stirbst du gerade? Keine Ahnung. Ich glaube, den Leuten hat meine Musik nicht gefallen. Die haben mich einfach umgebracht. Ich bin gestorben. Ah ja. Mir hat die Musik einfach nicht gefallen. Dann porte dich mal, der Typ hier. Sprich ihn mal an. Der hier? Der Orangene, oder? Der hier. Wo ich gerade vorstehe. Den hier. Ja. Expanded Crew. Ah ja. Nice. Exakt. Und es gab hier, glaube ich, noch irgendwen, musst aber mal. Quatsch einfach mal mit jedem. Wenn er dir nachrennt, dann. Dann kannst du ihn mitnehmen. Wir brauchen jeweils zwei Crewmitglieder, damit wir. Ach, jeweils zwei auf einmal. Ah ja, hier, ich hab ihn gefunden, den anderen. Die hast anderen zwei. Wo bist du? Porte dich einfach kurz zu mir. Ah, da bin ich. Ja, der Typ hier oder der andere Grüne hier? Einen von denen kannst du mir noch mitnehmen. Nice. Okay, dann hast du jetzt auch zwei Crewmitglieder, dann können wir jetzt weiter Quests machen und dann später das Schiff upgraden. Sehr schön. Ich bräuchte dich mal, wir haben wieder einen Boss. Okay. Warte, wo bist du? Ich komme. Wir haben einen, der mit Pokebällen schmeißt. Ich mach die Waffen bereit. Ich hab Sniper. Ich bin unterwegs. Nein. Ja, und er hat mich wegge. Es ist übrigens eine Shotgun. Merkt ihr das? Ja, so. Ja, der wird dich gleich mit einem Raketen. Werfer angreifen. Ich bin tot. Perfekt. Errungenschaftsgleichzeitig First Mate. Aha. New Quest. Ja, jetzt sind die nämlich bei dir auf dem Schiff. Ah, ich hab jetzt hast zwei. Du sie auch getroffen. Ich hab zwei, die auf dem Schiff sind. Ja, genau. Die zwei, ich hab. Update your Cruise Uniform. Okay. Ja, okay, kannst du machen. Sure. Ah, die haben jetzt. Du kannst jetzt auch ein Schiff-Upgrade machen. Und jetzt andere Uniformen an, oder was?
müssten. Du kannst sie jetzt auch für den Kampf und so weiter mitnehmen, aber ich würde es erstmal lassen, bis wir uns entschieden haben, das Schiff zu upgraden. Weil sonst hast du wieder ein Crewmitglied weniger und bla. Okay, kann ich die dort hinsetzen irgendwie oder? Die stehen hier gerade am Eingang rum. Wenn du mit ihnen redest, dann kannst du sie entweder mitnehmen oder im Schiff lassen. Ready to switch your crew back to the protector uniform. No, no snow. Ah, okay. Ich komm mal zu dir runter. Mal schauen, ob meine Crew kommt nicht mit. Sehr gut. So, hier bin ich. Und ich bin deine tot. Crew ist mitgekommen übrigens. Wieso ist sie das? Wahrscheinlich hast du ihn angequatscht. Aber ist egal. Wie kann ich sie hier lassen? Ganz ehrlich, ich nehme jetzt auch einen von meinen Crewmitgliedern mit. Kann ich die hier lassen irgendwie? Wie geht das? So. Ja, du musst sie nochmal anquatschen. So, ich nehme jetzt einen von meinen Jungs mit. Und dann machen wir den Boss fertig. Den mit der Kanone. Wenn er drauf geht, wir haben hier ja noch jemanden, der beitreten kann. Okay, ich habe keinen mitgenommen, oder? Nein, aber ich habe meinen mitgenommen. Das mir folgt aber einer. Dann kannst du ihn anquatschen und dann kann er dir wahrscheinlich beitreten. Nee. Das ist gut. Dann folgt er dir wahrscheinlich nur random. So, wo ist denn jetzt der Boss, den wir besiegen müssen? Wo? Wieso? Hey! Was machst du? Hey! Let's get going. Ja, das ist mein Typ, der wollte einfach abhauen. Lass die lieber auf dem Schiff, sonst hauen die ab. Wir haben hier mehr als genug Auswahl mittlerweile. Okay. So, das hier wird eine schöne Selbstmordmission. Junge, greif doch an! Was ist denn? Fliegt hier gerade ein Vogel vom Himmel. Ja, schön. Boah, diese Bosse sind so trash. Also wirklich. Oh nein. Oh, er ist... Scheiß drauf, ich nehme jetzt beide mit. Ich war eh schon fast tot. Was willst du hier eigentlich machen? Ich will diesen scheiß Boss killen, damit wir weiter Quests machen können. Und das können wir nicht, ohne dass du den gekillt hast? Der steht mitten im Weg! Außerdem ist die Quest Boss töten. Das ist nervig. Mhm. Wir sind jetzt 4 Leute, das sollten wir schaffen. Oder auch nicht. Denn Crewmates werden sterben und dann kommen wir doch nicht mehr weiter. Dann haben wir immer noch 2 hier, die mitmachen wollen. Jetzt sind wir nur zu zweit. Ach, die kommen schon. Was denn, müssen wir den Typen eigentlich töten? Wer ist denn eigentlich der Typ, den wir töten müssen? Wie sieht der denn aus? Der mit dem Raketenwerfer. Ich habe den nie gesehen. Ich wurde vorher abgeschlachtet. Bevor ich den gesehen habe. Ach, der hier. Ich schieße von der anderen Seite. Jetzt habe ich hier so ein Monster. Yo. Hat jemanden von meiner Crew erwischt oder lebt? Bist du tot oder was? Ja. Ich jetzt auch. Cool. Aber wir haben ihm, glaube ich, 30 oder 40% Schaden gemacht. Oh, sie leben beide noch. Ich glaube, Crew ist auch unsterblich wie wir. Nice. Wir sind nicht unsterblich. Wir gehen dauernd drauf. Ja, aber wir können respawnen. Oh, okay. Ich bin auf deinem Schiff und da ist einer. Ja, ich habe den anderen aus Versehen angequatscht. Ich hol ihn mal eben nochmal. Moin.
So. Geh mal und hol deine zwei auch. 6 Leute und der hat keine Chance. Nö. Warum? Die respawnen doch offensichtlich auch. Weil ich nicht extra auf mein Raumschiff gehen will. Und nicht riskieren will, dass die doch drauf gehen. Die sind bei mir gerade zweimal gestorben, also die respawnen. Na ja, ich traue dem nicht. Dann halt nicht. Das schaffen wir auch so. Ich stelle mich wieder hinter ihn und du ist durch eine gute Taktik. Wir haben ihn übrigens so weit, dass die Wachen ihn angreifen. Glaube ich. Sehr schön. Leute schließen hier die Türen immer wieder. Das ist total lästig. Das ist richtig nervig. Machen einfach die Türen in ihrem Haus zu. Das ist, wie können die nur? Das ist halt einfach. Ach du Scheiße. Das war der Jeep. Bist gerade erwischt worden, nehme ich an. Ja. Ich bin in ihn reingerannt. Moin. Na dann, jetzt kennen sich alle. So, komm, lass runter. Wir sind auf dem falschen Schiff. Ja. Ja, cool. Moin. Dann teleportiere ich mich mal eben runter und dann wieder hoch zu mir. Und jetzt wieder runter. So, da bin ich auch. Dieser scheiß Türen, ich baue mal eben die Türen ab. Damit wir hier durchlaufen können. Die brauchen keine Türen. Türen sind überbewertet. Hast du gerade Sachen geklaut? Nee, ich baue die. Du weißt, dass die Leute wütend werden, wenn du Dinge klaust, oder? Ich baue nur die Türen ab. Ja, du weißt, dass die Leute wütend werden, wenn du Dinge abbaust im Dorf. Ist mir doch wurscht. Dich dann angreifen und dann umbringen, oder? Ist mir doch wurscht. Ich will nur die Türen abbauen, damit wir hier durchmarschieren können. Okay, die Tür kann ich nicht abbauen. Ich will jetzt nur den fucking Boss killen. Tot. So muss das sein. Warte, ich komme zu dir runter. Ich bin tot. Jo, nice. Die Dinger, die er spawnt, sind so scheiße stark. Holy shit. Let's go. Können wir hier durchmarschieren, die Türen sind weg. Ah, schön. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum du nicht einfach deine Crew holst, aber... Ich will die noch behalten, ich will nicht riskieren, dass die doch noch sterben. Meine sind gerade dreimal hintereinander gestorben! Und wie ich also... das kenne, sterben meine und kommen da nicht wieder. Das ist... Weil bei mir irgendwie andere Regeln herrschen. Ja, du bist was ganz Besonderes. Yep. Bin tot.
Ja, mein ganzes Team auch. Aber er kommt näher. Das heißt, die Wachen sind fast in Reichweite und können ihn fast für uns erledigen. Stunden später. Ja, es ist... Und du fragst dich, warum wir das Spiel beide nicht so sonderlich mögen?